Heute für euch, warum Voldemort eigentlich nie einen Gryffindor-Horcrux gemacht hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum Voldemort nie ein Gryffindor-Relikt benutzt hat, um einen Horcrux herzustellen? Ich meine, er hat etwas aus den anderen Häusern benutzt, um Horcrux herzustellen. Aus Slytherin, Ravenclaw und auch aus Hufflepuff. Für Gryffindor hatte er eigentlich zwei sehr gute Möglichkeiten für Relikte, nämlich den sprechenden Hut und das Schwert von Godric Gryffindor. Warum er kein Horcrux aus Gryffindor angefertigt hat und nur die anderen Häuser für seine Unsterblichkeit nutzte, besprechen wir jetzt in diesem Video. Okay, lasst uns starten. Lord Voldemort hat etwas erreicht, was viele für unmöglich hielten. Er öffnete das Tor zur Unsterblichkeit durch die Erschaffung eines Horcruxes. Die Erschaffung eines Horcruxes ist ein ziemlich komplexer Prozess. Dazu muss eine Person ihre Seele abspalten und einen Teil davon in ein Objekt oder ein Lebewesen stecken. Damals, als er noch als Tom Riddle bekannt war, schuf der Dunkle Lord seinen ersten Horcrux mit dem Mord an der Maulenden Myrte, auch bekannt als Myrte Warren. Nach dem Mord legte er dann einen Teil seiner Seele in sein Tagebuch. Als er immer mächtiger und selbstsüchtiger wurde, stellte sich Riddle über andere. Ich meine, das tat er auch schon vorher, aber nur nicht so offensichtlich. Niemand war ihm ebenbürtig und so angesehen wie der Dunkle Lord. Damit einherging eine Arroganz, die praktisch unschätzbare Gegenstände als Horcruxe bestimmte, die er in den folgenden Jahren schuf. Er benutzte zum Beispiel den Ring mit dem Familienwappen der Gaunts. Er wurde von Generation zu Generation in seiner Familie weitergegeben. Voldemort hielt sich wirklich für eine andere, bessere Rasse. Wenn man bedenkt, was ich gesagt habe, ist es keine Überraschung, dass er die wichtigen unersetzlichen Relikte der anderen Hogwarts-Häuser auslöschte, um die Zahl seiner Horcruxe weiter zu erhöhen. Er sicherte sich das Medaillon von Salazar Slytherin, etwas, das sich einst im Besitz seiner eigenen Mutter befand. Es wurde von ihr für einen Bruchteil dessen verkauft, was es wirklich wert war. Er machte dies zu seinem dritten Horcrux. Slytherins Medaillon war für ihn von größter Bedeutung und es zeigt, welche großartigen Zauber er darauf gelegt hat, um es zu schützen. Da Tom jedoch so arrogant war, wie er war, hatte er das Bedürfnis, noch weiter Schaden anzurichten und beschloss schließlich, den Kelch von Helga Hufflepuff für seinen nächsten Horcrux zu verwenden. Nun befand sich die Seele in zwei Relikten, die zwei der mächtigsten Menschen gehörten, die es je gab. Und diese Relikte hielten ihn in der Welt der Lebenden fest. Tom wusste, dass sie, sollten sie jemals gefunden werden, niemals zerstört werden würden, weil sie Relikte vergangener Zeit waren. Aber er hatte trotzdem Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dann wählte er das Diadem von Rowena Ravenclaw als nächsten Horcrux aus, welches seit Jahrhunderten für die Welt verloren schien. Er schaffte, woran möglicherweise hunderte von Menschen gescheitert waren. Er überredete die graue Dame, Helena Ravenclaw, die Tochter von Rowena Ravenclaw, ihm zu zeigen, wo er das Diadem finden konnte. Wie genau er das gemacht hat, ist allerdings unbekannt. Am wichtigsten ist jedoch die Tatsache, dass er von drei der vier Gründern Horcruxe aus ihren Relikten machte. Natürlich außer von Godric Gryffindor. Und in gewisser Weise hatte Tom die Qual der Wahl bei ihm, da Gryffindor zwei Besitztümer hinterließ statt eins: sein Schwert und sein Hut. Trotzdem hat Tom nie einen Gryffindor-Horcrux gemacht. Aber warum? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Sehen wir uns das mal genauer an. Erstens könnte er Godric Gryffindor als Person verabscheut haben. Vergessen wir nicht, dass es Godric war, der die ernsthafteren Auseinandersetzungen mit Salazar Slytherin hatte. Er war es, der aggressiv gegen Slytherins Wunsch war, nur reinblütige Schüler zu unterrichten. Er war es, der die anderen Gründer zusammenbrachte, um über das Verhalten ihres Kollegen zu diskutieren. Das Ergebnis war, dass Salazar Slytherin die Schule verließ. Das war bekannt, und vielleicht ist es möglich, dass Tom Riddle Gryffindor dafür verachtete, dass er Slytherin aus der Schule vertrieb. Daher sah Tom es als direkte Beleidigung an, wenn er ein Relikt von ihm verwenden würde. Nun, es ist durchaus möglich, dass es komplett unwahr ist, aber ich denke, das kann man nicht ganz ausschließen. Das ist also mein Grund, warum er sich nicht einfach ein Gryffindor-Relikt geschnappt hat. Jetzt schauen wir uns an, was passiert wäre, wenn er diesen Weg doch verfolgt hätte und ein Relikt von Gryffindor benutzt hätte und vor allem, was ihm dabei im Weg gestanden hätte. Okay, er hat also den sprechenden Hut und er hat das Schwert von Godric Gryffindor zur Auswahl. Sehen wir uns zuerst den sprechenden Hut an. Denkt daran, dass alle drei anderen Relikte aus den anderen Hogwarts-Häusern entweder verschwunden oder in Privatbesitz waren. Allerdings waren sowohl das Schwert als auch der Hut im Büro des Schulleiters von Hogwarts. Tom würde sie also erst stehlen müssen, um sie in die Hände zu bekommen.
Der Hut, so könnte man meinen, ist schon vom Material her nicht die beste Wahl, denn er besteht aus lederartigem Material. Vielleicht denkst du jetzt, dass er nicht lange halten wird, aber halt dich fest, es gibt ihn schon fast über 1000 Jahre. Also ist es eigentlich sicher, dass es einen Zauber gibt, der auf ihn angewendet wurde, der ihn quasi am Leben hält. Sowohl vom Material her, als auch von seinem Bewusstsein und seiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Der Hut hat ein Bewusstsein. Ein Horcrux ist so dunkel und so verunreinigend, dass er den Hut mit dem überwältigenden Einfluss der dunklen Magie korrumpieren könnte. Der Hut würde laut sagen, dass er korrumpiert wurde oder könnte durch Toms Seele in ihm extrem böse und aggressiv werden. Damit würde er das Geheimnis verraten und dass etwas nicht stimmt. Vielleicht weiß man nicht sofort, dass es sich um einen Horcrux handelt, aber es ist ein unnötiger Hinweis, integriert in den Hut, den der dunkle Herrscher offensichtlich nicht haben möchte. Dann haben wir das Schwert von Godric Gryffindor. Magisch verzaubert, damit es nur aufnimmt, was es stärker macht. In Wahrheit war dies höchstwahrscheinlich Toms Wahl für seinen letzten Horcrux. Das letzte Stück der Sammlung der Hogwarts-Gründer und etwas, das den wahren Mut und die Tapferkeit eines Gryffindors repräsentierte. Es wäre der ultimative Schachzug und die ultimative Beleidigung für das Haus, ein so prächtiges Schwert mit dunkler Magie zu beschmutzen. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum es überhaupt in Bellatrix Lestranges Tresor lag? War er vielleicht der letzte Horcrux, der darauf wartete, zum Horcrux gemacht zu werden? Vielleicht die Nummer 7? Man darf nämlich nicht vergessen, dass der dunkle Lord nicht wusste, dass Harry ein Horcrux war. Und ja, ich weiß, wenn wir die Seele, die sich noch in Voldemort selbst befindet, mitzählen, wären es bereits 7 gewesen. Aber vielleicht wollte er ja 7 externe, verschiedene Horcruxe und das Schwert würde perfekt zu seinen Kriterien passen. Nun nimmt das Schwert nur auf, was es stärker macht, was bedeutet, dass es nach der Kammer des Schreckens nicht mehr sinnvoll wäre, es in einen Horcrux zu verwandeln. Basiliskengift vernichtet Horcruxe. Das Schwert wurde mit Basiliskengift imprägniert, nachdem Harry den Basilisken getötet hatte. Das heißt, wenn das Schwert ein Horcrux-Killer ist, wäre es dann nicht völlig kontraproduktiv, es in einen Horcrux zu verwandeln? Es könnte das Seelenfragment zerstören, kurz nachdem Voldemort seine Seele hineingelegt hat. Es ist irgendwie ein unbekanntes Gebiet der Magie. Wer weiß schon, was passieren kann. Und dann ist da noch ein Problem. Das Schwert verschwindet ja hin und wieder einfach. Es würde immer bei einem Gryffindor in Not auftauchen. Das Letzte, was Voldemort will, ist, dass es an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, nur damit es wieder einfach verschwindet. Doch ob Voldemort tatsächlich wusste, was das Schwert anrichten würde, ist nicht bekannt. Er kannte die Macht des Schwertes nicht genau und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es ihn wirklich interessierte. Er kümmerte sich auch nicht um die Macht der Relikte und versuchte nicht einmal herauszufinden, was sie tun konnten. Ihr Zweck war lediglich eine Trophäe für ihn. Er hatte sich die Gegenstände gesichert, die er haben wollte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.